Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Blossom Tales. Ja, für mich ist es eine neue Aufnahme. Ich glaube, ich habe sie letztens angekündigt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin musste. Ich glaube, ich musste nach Osten. Aber ich wollte noch irgendwas suchen, was ich natürlich jetzt vergessen habe. Aber hey, es ist überhaupt kein Thema. Weil so bin ich halt, ne? That's how I rule, you know? Ja, wir gehen einfach mal nach Osten. Stimmt, ich habe ja die Peitsche jetzt gefunden. Ich glaube, ich kann jetzt extrem viel Sachen mit der Peitsche, mit dem Jojo meinte ich, erreichen. Aber ich habe doch, Moment, Knochen, glaube ich, ne? Knochen 18 von 20. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil... Naja, die, gut, die letzten zwei, ganz ehrlich. Wobei, ich weiß, ja, wahrscheinlich bekomme ich nur ein Herzteil, oder? Komm, ich nehme den... Ja, ich drücke den richtigen Knopf, ich nehme den Aufzug... Und, den Ballon und geh, wo gehen wir denn hin? Ich könnte jetzt einige Sachen erreichen, weil es gab ja diese dunkle, wo war denn das noch? Hier, glaube ich, noch. Auf jeden Fall da unten. Ja, da weiß ich auf jeden Fall, da war so eine Stelle, wo man das Jojo brauchte, um einen Abgrund zu überqueren. Und das werde ich natürlich nutzen, damit ich ja die Items, die ich gefunden habe, auch gleich richtig einsetze. So. Hui, oh, ja, die Schaufel, die war jetzt falsch eingesetzt, aber ich müsste, ja, genau hier, so, hui, na, was ist mit dir? Hey, wie hast du es so weit in den Dschungel geschafft, Kleine? Ein böser Troll treibt sein Unwissen und terrorisiert mein Lager, er wirft mit Steinen nach mir und so. Um den Troll zu fangen, musst du Mucksmäuschen stehen, sein Flinkwer Wiesel und einen kühlen Kopf bewahren. Komm zurück, wenn du den bestialischen Troll gefangen hast. Nun denn, ich habe hier ein paar Würstchen zu braten. Okay, ja, aber ich hole mir auf jeden Fall trotzdem die Truhe. Weil Geld ist nie schlecht, ja? Ihr wisst's ja. Money, money und so. So, was haben wir da? Ja, Sachen zum Kaputthauen. Ist auch nie schlecht. Mache ich grundsätzlich immer so. So, okay. Gut, ein Troll. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass hier irgendwo ein Troll rumlaufen soll. Aber gut. Wenn die das sagen, dann wird das wohl so stimmen. Wie viele Äpfel haben wir denn eigentlich? Was ist da? Dahinter? Achso, das war eine kaputte Kiste hinterm Stein. Okay. Ja, alles gut. Oh. So, gut. Machen wir einmal... Jo, ich sollte... Ja, ich... Was mache ich eigentlich? Genau. Turbo, Schlag. Jetzt habe ich das auch mal genutzt. Ich bin begeistert. Ich bin gerade ein bisschen... Kann sein, dass ich ein bisschen schlecht bin. Nö, klau du doch nicht. Hey, was ist mit dir? Ah, da war er, oder? Da muss ich wahrscheinlich eh mit dem Jojo. Moment, ganz vorsichtig. Ah, da unten ist er. Ah, da ist er. Guck mal. Kann ich den? Bleib hier. Nee, ich glaube, da muss ich mit den Stiefeln oder so ran, oder? Moment, ich probiere das nochmal. Ist der wieder da? Nö, jetzt ist er nicht mehr da. Okay. Aber ganz ehrlich, dann raus und wieder rein, bis er wieder kommt, ne? Wahrscheinlich ist das so random irgendwie. Ah ja, da ist er. Nee, der ist sofort weg. Also ich muss wahrscheinlich wirklich ganz... Kann ich mich eigentlich langsam bewegen? Oh, ich bin fast tot. Trademark. Weiß gar nicht mehr, wie kann ich mich... Muss ich Herzen holen, oder? Kann ich mich aufladen? So. Vögel! Ja, okay. Gut, dann werden wir den Troll... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich da eher die Stiefel brauche wahrscheinlich, oder? Flink und leise. Also flink sind Stiefel, leise ist natürlich was anderes, aber... Ja, weiß ich nicht. Stirb! Stirb! So. Stirb! Ich möchte eigentlich hier wieder zurück, ne? Wobei der Dschungel... So. Passt ja eigentlich schon. Irgendwo da nach oben war ja dieser eine Wald, wo ich da... Der immer grüne Wald, oder wie der hieß, ne? Da, glaube ich, muss ich jetzt einfach mal hinlaufen. So. Flüpp. Was haben wir da? Na, ein bisschen hiervon. Ein Herz nehmen wir natürlich mit. Ganz geschwind. Oder was? Da oben ist eine Kiste? War ich hier noch nie? Doch, ich war hier schon, aber warum? Okay, das ist komisch, dass hier noch eine befüllte Kiste da ist. Hä? Wie gibt's denn sowas? Okay, das ist wirklich merkwürdig. So. Das ist ja echt äußerst seltsam. Ah, da sind wir jetzt bei diesem Moment. Wo geht's da jetzt eigentlich? Bin ich da? Nee, ich muss da eh nach links weiter, ne? Würde ich behaupten. Ja doch, gehen wir nach links weiter. Kann ich da irgendwo rein? Da, ah, super, da kann ich wieder nirgends rein, oder?
Da kann ich rein. So, jetzt ist nur die Frage, wo ich rauskomme. Komme ich hier irgendwo raus? Nö. Aber vielleicht kann ich in den Wasserfall? Komm, Wasserfall. Wasserfall rein? Warum kann ich hier nirgends in den Wasserfall rein? Das ist so unüblich, Spiel. Ja, man muss... Wasserfälle sind dazu da, um Geheimgänge dahinter zu verstecken. Ah, oh, apropos Geheimgänge. Ah, das ist ja cool. Hey, du. Schroffer, er freut dich zu sehen. Willkommen in Schroffers Heim. Katze lebt auch hier. Schroffer ist Katze nicht. Schroffer ist bester Freund von Katze. Das ist Fischgräten für Schroffer. Fischgräten sind lecker. Katzen mögen Fischgräten auch. Hier gibt's Schroffer Fischgräten. Schroffer gibt dir Gold. Oh ja. Dankeschön, du machst Schroffer und Katze sehr glücklich. Schroffer, er freut dich zu sehen. Willkommen. So, kann ich da was anderes auch? 12, 82. Wie viel bekomme ich da pro Fischgräte? 10, okay. Und was kann... Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass das das Einzige ist, was ich hier machen kann, dass ich hier den sein Haus jetzt so versehentlich entdeckt habe und da für 10 Dinge Fischgräten eintauschen. Das wäre schon ein bisschen mager, oder? Aber ich glaube, das ist es, oder? Moment, ich zünd hier mal an. Okay, das ist gar keine Lampe. Kann ich hier echt nicht mehr machen? Boah, das fände ich schon jetzt echt low. Aber ich glaube, es ist so, oder? Da ist ein Spiegel. Naja, gut, okay. Wenn das so ist, dann... Ja. Ist das beidseitig? Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich fand das eigentlich ganz... Ich finde das jetzt schon aufregend, dass ich das gefunden habe, ne? Naja. Man soll sich nicht zu früh freuen über Sachen, die man in Spiele findet, weil oftmals wird das einfach nicht belohnt. Ja, ist traurig, aber ist so. Okay, den Stein. Gut, dann müsste ich wahrscheinlich jetzt echt wieder mit Bomben arbeiten, oder? Machst du bitte die Bombe. Mach das kaputt. Ja, klar. Okay. Ich dachte immer, das Jojo ist ähnlich wie die Bomben. Für alles da, wie die Bomben. So, was hat man da eigentlich? Moment, lernen uns die vielleicht jetzt ein neues Rezept? Die Hexe? Im 1000 Morgenwald. Und das sieht so aus wie so ein Block, wo ich mein Schwert reinstecken kann. So ein Zelda-Block. Oder auch nicht. Naja, gut. So, hast du ein neues Rezept für mich? Hallo zurück, bist du bereit für deine zweite Stunde? Machen wir weiter. Oh, die hat wirklich ein neues Rezept. Öffne dein Lehrbuch auf Seite 3. Halt, wo ist dein Alchemiebuch? Ich dachte, das hätten wir in der letzten Stunde besprochen. Du sollst immer alles dabei haben. In der heutigen Stunde lernen wir einen sehr wichtigen Zaubertrank für jene Hexer, die sich als Kämpferinnen sehen. Manchmal bringt sich eine Hexe mit ihren Angelegenheiten in missliche Situationen. Trinke diesen Trank, dann verdoppelt sich der Schaden durch dein Schwert für kurze Zeit. Vermische eine orange Weide, Jojoba und Seegras. Das ist alles für die heutige Stunde. Nächstes Mal werden wir etwas anderes lernen. Gut, dann machen wir das doch mal. Doppelter Schaden. Brau das doch mal. Ja, genau. Sehr gut. Okay, da hätte ich vielleicht schon öfter her sollen. Wahrscheinlich nach jedem großen Dungeon, oder? Vermute ich jetzt mal. Aber haben wir ja erst 2. Na, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja schon Stunde 3. Ich gehe mal raus und wieder rein. Du, Hexe. Hallo nochmal. Pünktlich zur dritten und letzten Stunde. Bevor wir anfangen, ich habe bemerkt, dass du nicht auf der Teilnehmerliste stehst. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber du hast die Kursgebühr nicht bezahlt. Ich brauche 150 Gold, bevor wir weitermachen. Ja, komm, go. Ah, vielen Dank. Machen wir weiter. In unserer letzten Stunde lernen wir einen sehr mächtigen Trank. Sei sehr vorsichtig, wenn du ihn verwendest. Wenn dieser Trank in die falschen Hände gerät, kann er unermesslichen Schaden anrichten. In unserer letzten Stunde lernen wir, wie wir uns unglaublich schnell bewegen können. So schnell, dass es so wirkt, als würde sich alles um uns herum verlangsamen. Vermische eine Schwarzwurzel, ein Kleeblatt, einen roten Pilz und eine Mondblume. Mehr kann ich dir nicht mehr beibringen. Du bist nun eine voll ausgebildete Hexe. Gut, die Sachen, glaube ich, habe ich aber noch nicht. Nee, ich habe den Pilz noch nicht. Gut, ich mach mal. Sehe ich irgendwo, wie viel ich von denen habe? Ich habe noch 2. Ich habe 2 leere Knupsis, also 2 leere Flaschen. Komm, ich nehme einen Verjüngungstrank mit, damit, falls der jetzige ausläuft, dass ich den gleich neu machen kann. Und die andere, obwohl, nee, komm, ich nehme Gesundheit einfach noch mit, weil es ist ja egal, wenn die Flaschen, die sollen eh gut gefüllt sein, hätte ich gesagt, ne? Mir fehlen aber trotzdem noch 5 Rezepte. Hexe, was ist da los, Ne, von mir bekommst du nichts mehr.
Wahrscheinlich gibt es trotzdem noch ein Bonusrezept, das ihr dann einfällt, wenn ich, wenn ich später nochmal komme. Ach, hier ist auch so ein... Moment, das stimmt. Ah, diese Türen haben wir auch überall noch. Ach, die Schande. Ich sehe schon. So. Wie war das Lied nochmal? Nee, so nicht. So, ne? Ja, genau. Bitte öffne dich, Tür. Und die Tür öffnet sich. Schön. Ein Mini-Dungeon. Wunderbar, da schalten wir gleich wieder aufs Jojo um. Oh mein Gott, es sind... Oh nein, es sind Spinnen. Böse Spinnen. Böse Spinnen. Ja, genau, das ist... Okay, die fallen nach unten. So, Moment, jetzt muss ich was probieren. Nee, so war es nicht. Aber wie war das nochmal? So, ne? Ja, genau, ich muss dann den Jojo-Knopf muss ich drücken. So. Oh. Huch. Bitte wieder auftauchen. Bitte wieder auftauchen. Bitte schneller. So. Okay. Schlitz. Achso, da bekomme ich wahrscheinlich eh wieder so eine Schwertrolle, oder? Oh nein, was sind das denn? Giftige... Oh mein Gott, sie sind eklig. Oh, das sind kleine Blobse. Hilfe. Säureblobse. So. Dum, 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 dum. Nein. Mach wieder auf, Schnecke. Ich mag Schnecken nicht, die sich in Panzern tarnen können. Oh nein. Skelette. Sind auch neu, oder? Hat man die schon mal? Weiß ich gar nicht mehr. Waschbären. Oh, wie süß. Terrorwaschbären. So. Ja, super. Ah, und ich sehe schon, das ist wieder so ein Ding. So, dann schieben wir den einmal dahin. Dann schieben wir den auch mal richtig. Dann schieben wir den mal dahin. Ja gut, das ist relativ einfach. Nicht so schwierig wie dieses andere Schieberätsel, falls ihr euch noch erinnert. Das war richtig fies. Und ich war einfach nur doof, weil ich es nicht richtig gekonnt habe. Naja, egal. So, dün, 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 dün. Wunderbar. Das Geräusch der Freude und Zuversicht. So, und was ist in der Kiste? Es ist, müsst ihr die Kiste, ein Herzteil. Juhu, Gott sei Dank, ich werde wieder vollgefüllt. Das ist offensichtlich das Wichtigste an diesem Herzteil. Nicht das Herzteil an sich, sondern einfach, dass ich vollgefüllt werde. So, Pilze, würdet ihr vielleicht einfach sterben? Danke. So, ich überquere einmal den Fluss. Autsch. Böses Ding. So, gut, da graben wir einmal. Flupp, Geld. Sehr schön. Ja, genug Geld ist immer wichtig. Ihr wisst ja, wie es läuft. Da ist ein Wasserfall, ein großer Wasserfall. Ich bilde mir ein, dass da vielleicht was sein könnte. Wobei, nee, in dem Spiel ist hinter Wasserfällen einfach nie was. So, klettern wir da hoch. Ja gut, oh, da ist eine kleine Höhle. Ja, klettern wir natürlich hier zuerst hoch und gucken uns die kleine schöne Höhle an. Kleine schöne Höhle. Kleine schöne Höhle. Wirklich eine kleine schöne Höhle. Das ein Schädel? Noch ein? Hä? Da ist ja nix. Also das finde ich ein bisschen... Moment. Ist das da drüben vielleicht so? Moment. Ich probiere es trotzdem mal, weil das kommt mir echt ein bisschen komisch vor. Ein bisschen mit Bomben arbeiten. Oh, ich kann nicht mehr mit Bomben arbeiten. Hier vielleicht Bomben. Oder muss ich die ganzen Skelette kaputt hauen? Das ist eine seltsame Höhle. Habe ich das schon mal erwähnt? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt rauslaufe, explodiert alles, oder? Nö, nicht mal. Okay. Na gut. Eieieiei. Oh, da drüben ist ein Hase. Wie schön. Hätte ich da eigentlich schon überall sein können? Nee, glaub nicht, oder? Nein, das wäre komisch.
Gut, man weiß es nicht sogar. Ach stimmt, da war ja auch so ein... Okay. Und ich weiß schon, ich sollte eigentlich den fahrenden Händler mal wieder aufsuchen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ja. Ja, da kann ich auch was tauschen, was ich mich erinnern kann. Überall Sachen zum Rausgraben, wie spannend. So, Apfel habe ich schon. Nee, Äpfel brauche ich auch noch einige, weil ich brauche 100 Äpfel. Aber das ist immer noch Waldgebiet, ne? Ich laufe mal nach unten. Es ist so komisch, weil... Nee, hier hätte ich definitiv... Ach, da kann ich jetzt... Moment, da kann ich eine Brücke runter... Oh, ich kann hier runter. Kann ich da rein? Wasserfall? Hm, Wasserfall? Rein in den... Natürlich. Heieiei. So. Gut, und das ist jetzt der eine Weg drüber. Da kommen, wenn wir schon mal da sind. Boom. Oh, böse Schlange. Ist da einfach eine Schlange drunter. Ich bemühe mich so, dass ich den Stein wegsprenge und dann ist da einfach eine fiese kleine Schlange drunter. Ah, und da unten ist... Moment. Ist das klug, wenn ich da jetzt runterspringe? Weil ich glaube, es ist egal, ne? So, genau, weil da geht es eh wieder nach oben. Eine weitere Honigwabe, wo ich noch nicht weiß, für was. Und hier, guck mal. Habe ich genau gesehen. Ja, ein Loch. Kisten. Sicher wieder nur Gold drin. Aber es reicht auch, wenn wir ein paar Pilze sammeln. Ist ja auch schön. Und Gold. Das Gute ist, solange wir nicht voll sind mit Gold und wir das irgendwann mal wieder brauchen, ist das ja okay. Blöd wäre jetzt, wenn wir es irgendwann mal so viel Gold haben und das einfach nirgendwo ausgeben können. Weil da fände ich es zum Beispiel okay sogar, wenn wir für Trankbrauen Gold zahlen müssten. Nicht nur die Zutaten, sondern auch Gold. Außer natürlich jetzt, es kommen Sachen, wo ich wirklich oft Gold brauche. Dann ist wieder okay. Aber ich mag es immer nicht, wenn man bei so Spielen extrem viel Gold hat und das einfach nicht braucht. Ja, das finde ich immer ein bisschen schade. So, wo sind wir jetzt an... Oh, huch! Und dann taucht aus dem Wald eine furchterregende Bande wilder Piraten auf. Nein, nein, das waren tödliche Bogenschützen aus den Schluchten. Aber Piraten sind viel cooler als Bogenschützen. Schon gut. Was habt ihr nochmal? Ja, es waren Piraten. Komm. So, ich töte die einfach mit Bomben. So. Ist ja vollkommen egal, ob das jetzt Piraten oder Bogenschützen sind. Sie sind auf jeden Fall schnell kaputt, ne? Das ist immer die Hauptsache. So. Ah, guck mal, da ist... Nee, da ist doch kein Weg. Dachte mir, da geht so ein geheimer Weg rüber. So. Was ist da dann Schönes? Da ist nix. Oder ist da was? Weg, Geheimweg und so? Nö. Okay, und genau da wollte ich her, damit ich hier die Leiter nach unten klappe. So, damit der Weg auch jetzt freigeschalten ist für immer. Und jetzt ist da ein böser Wolf. So. Kann ich da... Was? Ich kann da nicht durch? Lasst mich hier durch. Kann ich eigentlich unter diesen Stiegen durchschwimmen? Nee, wahrscheinlich ja nicht. So. Karte konsultieren. Okay, jetzt bin... Ah, das ist ein kleines Hütchen, sehe ich gerade. Wir müssen da nach rechts. Da gehe ich aber noch nicht hin, weil ich will zuerst hier alles ein bisschen erkunden. Zum Beispiel hier diese geheime Höhle. Wo wieder ganz viele Kisten... Weißt du was? Ich mache jetzt einfach alle Kisten auf. Ich bin gespannt, ob es ein Limit von den Münzen her gibt. Ob da jetzt irgendwelche verschwinden, wenn ich die alle aufmache. Nee, es sieht gut aus. Ich glaube, die bleiben auch ewig, oder? Oder gibt es irgend so einen Timer, dass die irgendwann mal verschwinden? Was ist denn das eigentlich? Warum ist dieses Tischchen hier? Das passt nicht dazu. Ich glaube, das kann ich kaputt hauen, das Tischchen, oder? Mit Bomben oder so. So. Aggression gegen Tischchen! Nee? Das ist einfach nur da? Ja, offensichtlich. Okay, gut, dann lassen wir das Tischchen einfach da sein, ist okay. Autsch, böse Schlange, das ist nicht okay. So, kann ich da? Moment. Wieder ein Wasserfall? Ich kann nicht rein. Immer Wasserfälle, wo ich nicht rein kann. Und es wäre so viel zum Angeln hier. Aber auch das muss nicht sein, ne?
Kann ich, jetzt muss ich mal schauen, kann ich unter den Stegen durchnehmen? War zu aufwendig zum Programmieren. Und da ist noch so ein Spendeding. Ich glaube, dann haben wir hier auch alle gespendet, oder? Nö, da fehlen noch drei. Okay. So. Gut. Naja. Alles halb so wild. So, dann mal schnell hier raus. Oh, was ist denn das für ein interessantes Hütchen? Wo es dieses Hütchen hinführt und was das jetzt genau ist, das erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.